Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um das Random Oracle Modell. Und ich dachte eigentlich, ich hätte euch das schon gezeigt, aber ich habe es tatsächlich doch nicht getan. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Gut, was ist das Random Oracle Modell? Es ist sozusagen unsere übermäßig idealisierte Vorstellung von einer Hash-Funktion. Also da kann man sich dann super vorstellen, was eigentlich eine Hash-Funktion sein sollte. Deswegen mache ich das gleich als zweites, damit ihr so eine perfekte Vorstellung bekommt. Was wäre denn die geilste Hash-Funktion, die man sich so vorstellen kann? Leider gibt es das Random Oracle nicht oder kann es auch nicht geben. Zumindest aktuell noch nicht, weil wir zu wenig Speicher haben. Nee. Ja, eher uncool. Aber wir können uns trotzdem mal angucken, was so ein Random Oracle tatsächlich kann. Und manche Beweise sind in dem Random Oracle, also im Random Oracle Modell gemacht. Das heißt, die sind nur gültig, wenn wir ein Random Oracle als Hash-Funktion benutzen. Logischerweise haben wir kein Random Oracle, das heißt, diese Beweise sind im Prinzip nichts wert. Aber wir nehmen einfach mal an, dass unsere SHA-512 oder sowas möglichst nah an einem Random Oracle dran ist. Und deswegen sagen wir, okay, das ist jetzt tatsächlich dann nah genug dran, also können wir auch davon ausgehen, dass es das kann. Ja, gut. Also, was macht ein Random Oracle? Ich sage jetzt hier einfach mal ROM dazu, beziehungsweise RO für Random Oracle. Aber ich nehme einfach mal ROM, weil ich ROM irgendwie schöner finde. Wenn wir das aufrufen mit einer Nachricht M, dann kommt ein Hashwert zurück. Wer hätte es gedacht? Dieser Hashwert ist perfekt zufällig gewählt, also hat absolut keinen Zusammenhang mit M. Da kann alles rauskommen von 100 mal die 0 bis 100 mal eine 1, je nachdem wie lang halt euer Ausgabeparameter ist. Okay, aber wie gesagt, die Ausgabelänge ist fest. Gut, was machen wir jetzt also hier? Also ihr seht, selbst im Random Oracle gibt es die Möglichkeit, dass wir hier zwei Nachrichten mit demselben Hashwert finden, weil einfach die Nachrichtenlänge viel länger ist als die Ausgabelänge. Also wenn ich hier 100 Ausgabebits habe und hier 2000 Inputbits, dann muss es früher oder später mal Kollisionen geben. Aber es sagt halt einfach mal, es ist nicht möglich, diese Dinger perfekt zu berechnen. Also überhaupt irgendwie zu berechnen. Im Random Oracle Modell schon dreimal nicht, weil einfach hier H perfekt zufällig gewählt ist. So, was passiert jetzt aber noch zusätzlich? Wir speichern uns, und das ist der Grund, dass wir Random Oracles nicht bauen können. Wir speichern uns M und H in eine Datenbank oder in eine Liste oder was auch immer. Wir speichern sie einfach mal rein, dass wir später darauf Zugriff haben. Jetzt ist natürlich auch noch das Problem, wir müssten das Random Oracle an alle Parteien verschicken können, damit ich denselben Hashwert rausbekomme wie ihr. Das heißt, wir müssen dieses mega fette Random Oracle hier, das alle Nachrichten und deren Hashwerte früher oder später mal gespeichert hat, dass das auch tatsächlich dann irgendwann mal, ja, bei allen da ist, weil wenn ich was aus dem Internet runterlade und Hashwerte überprüfen möchte, ob auch wirklich alles richtig bei mir angekommen ist, dann müsste ich das komplette Random Oracle anfragen. Okay, egal. Jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir wieder das ROM von derselben Nachricht M anfragen, dann schauen wir erstmal in der Datenbank, also hier quasi, schaue in DB für Datenbank und gebe H zurück. So, also wir gucken erstmal in unserer Datenbank nach, wenn wir einen Wert zurückgeben, ob der schon hier drin steht, und geben den jeweils passenden Hashwert hier zurück. Falls es keinen passenden Hashwert H gibt, dann generieren wir einen neuen. Generiere H und speichere H, M und H. Also entweder wir haben schon mal so ein Hashwert und so eine Nachricht gehabt, dann geben wir genau den passenden Hashwert zurück, oder wir machen einen neuen und speichern einfach alles. Das ist im Prinzip alles, was das Random Oracle tut, und das ist auch wirklich nicht so kompliziert. Leider, wie gesagt, ist das Ganze unmöglich, aber manche Beweise sind sogar nur im Random Oracle möglich, und ja, deswegen benutzt man es halt ganz gerne, weil wir einfach annehmen, dass unsere Hash-Funktionen, die wir so haben, sicher sind und deswegen fast an Random Oracle rankommen. Gut, das war's eigentlich zum Random Oracle schon wieder. Ihr seht, das ist eigentlich mega einfach. Und nächstes Mal geht's dann um die Konstruktion von einer Hash-Funktion, beziehungsweise die einfache Konstruktion von einer Hash-Funktion. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!